Ich habe kein Tee mehr. Ich habe kein Tee mehr. Ich habe kein Tee mehr. Ich will auch so eine Poolpizza. Oh Gott, das ist alles so schlimm. Es ist jetzt 20 nach 2 Uhr morgens in der Frühe. 20 nach 2 in der Frühe, kann man das schon sagen? Naja, auf jeden Fall ist es egal wie 20 nach 2. Ich habe schon über 3 Stunden Rollercoaster Tycoon 3 aufgenommen. Und sie hat die schon wieder abgenommen. Weil die jetzt da mal 3 Runden geschwommen ist. Guck mal, wie die immer abnimmt. Ich möchte auch ihren Stoffwechsel haben. Und ich habe heute schon Maniac Mansion aufgenommen. Ich muss so viel vorbereiten wegen dieser Reise. Mein Hirn ist matsch. Lotte hat schwimmen gegangen. Lotte hat schwimmen gegangen. Der Augenblick, wenn man ins Wasser eintaucht, bleibt einem immer in Erinnerung. Im Guten, ne? Mit deiner komischen Poolpizza da. Lecker, schmecker, schmecker, lecker, schmecker, schmecker, go. Lecker, schmecker, schmecker, lecker, schmecker, schmecker, go. Lecker, schmecker, Poolpizza, Poolpizza, Poolpizza. Was ist denn da drauf? Kleine Chlorstückchen. Und vielleicht ein bisschen vom Pipi. Und das sind die Tage von der dicken Frau. Wahrscheinlich, würde ich auch sagen. Hier die Hanna Germanotta, wie sie sich anschleicht. Geh mal weg, alter Mann. Die arme Je Gangnam, da legt sie sich gleich wieder schlafen. Hihihi. Oh, Lotte will hier putzen. Und sie will mit Freunden bowlen gehen. Was sagt denn die Energie? Geht eigentlich. Könnte man mal hier Hanna Germanotta zum Beispiel eine Gruppe gründen? Geht gar nicht. Wieso nicht? Wo kommt denn diese Musik hier eigentlich her? Das ist doch der Fernseher, oder? Tatsächlich. Wir könnten aber heute Abend auch. Ist der Jakob hier? Nee, das ist nicht der Jakob. Wer ist denn das? Ratschörkel. Ratschörkel. Steve Örkel. Ratsch. Das ist eine Mischung auch wieder aus Ratsch. Aus Jawohl. Big Bang Mixer. Theory und naja, die Örkels. Wie hieß denn diese Serie damals? Alle unter einem Dach? Nee, was war denn das? Wo der Steve Örkel dabei war. Wie hieß denn die Serie? Ich weiß es nicht mehr. Very peinlich, Lee. Guck mal, wie dünn die schon wieder ist. Die hat doch jetzt schon wieder abgenommen, weil die zweimal in diesem Pool da hin und her gepaddelt ist. Hat die schon wieder 10 Kilo weniger. Ah ja. Den Ratsch findet sie gut. Wir haben so viel gemeinsam. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Der ist auch genau mein Typ. Vielleicht ist er lieb. Wir reden mit ihm. Oh. Flavine Basima. Das ist halt ein richtiger Mann. Der hat auch ein bisschen den Bauch. Mitbewohner? Der ist auch gar kein Mitbewohner. Bei Mitbewohner tratschen können wir hier aber. Ich kann ihn ein bisschen glückszaubern. Dann können wir ein bisschen mit ihm fragen, was er studiert. Das ist ja immer nicht schlecht. Was ist er denn für eine Gesinnung? Ein nerdiger Nerd. Ein nerdiger Nerd. Dann könnte man mal Pflicht einfordern. Durch Null dividieren. Zimt essen. Krugstand vollführen, jemandes Mutter als Lama bezeichnen, jemand küssen. Ach, egal. Dann kann sie ihm mal ein lustiges Video zeigen. Bin ich mal gespannt, was er studiert. Sagt er uns doch jetzt, oder? Getan. Smutschler. Oh, er ist ein Workaholic. Deshalb gefällt ihm das, dass wir ihn das gefragt haben. Was er studieren tutet. Er ist ein Nerd. Ja, und was studiert er jetzt? Wo sehe ich das jetzt? Wo sehe ich das denn bei den anderen? Hier. Nee. Hä? Ach, nee. Hä? Ich konnte doch immer irgendwie sehen, was die studieren. Ah ja, hier. Wirtschaft. Bei ihm habe ich das noch nicht, aus irgendeinem Grund. Obwohl ich ihn gefragt habe. Vielleicht wollte er es uns nicht verraten. Gemeinsam lernen. Einem Freund erzählen, wie cool. In alte Zeiten anknüpfen. Kennt ihn noch gar nicht. Können ja auch mal ein bisschen, weil er auch ein Nerd ist. Ach, wir sind schon befreundet. Ach, das ging aber schnell. Das ging aber schnell. Schnelli Pompelli. Was könnte man denn? Was gibt es denn hier noch? Special. Neurotisch? Über Verschwörungen könnten wir mal reden. Vielleicht ist er auch neurotisch. Special? Nerd? Unwissenheit begleitet von Comicheften. Er ist auch neurotisch, tatsächlich. Siehst du, als hätte ich es geahnt. Als hätte ich ihm das angesehen an der Nasenspitze, dass er ein bisschen einen an der Mupfel hat. Hier, mit dem versteht sie sich echt ziemlich bitten, nackt baden zu gehen. Hi, machen wir doch mal das. Bewundern. Geht auch.
Schutzbitten. Sind mit Unterrichtsbesuch Schutzversprechen. Quiz-Herausforderung will ich noch machen. Eigentlich will ich lieber eine Quiz-Herausforderung machen, als nackt baden gehen. Oh, jetzt gehen sie aber nackt baden. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Bin ich ja doch mal sehr gespannt. Wer hier jetzt vor allem alles nackt baden geht und wer jetzt hier, wer ist denn hier jetzt noch so? Ah, der alte Mann. Gilberto Schöffel. Wieso passt dieser Name so gut? Oh, sie freut sich. Er zieht voll einen ab und sie freut sich. Guck mal, was er für Haare hat auf dem Rücken. Alter. Und alle kommen jetzt gucken, oder was? Wenn die sich jetzt nackert machen. Ja, Lotte, und jetzt? Jetzt scheißt sie dir nicht los. Jetzt gehen sie alle da rein. Komm, lass ihn mal. Warte, was macht er da? Geh mal nackt baden. Auf Nacktbader reagieren. Wo ist denn die Lotte? Die sind alle nicht nackig. Aber alle gehen ins Wasser. Das ist ja geil. Nackt baden. Die geht auch nackig. Siehst du? Jawohl, du bist richtig. Ach, das ist ja die Lotte, oder? Ja, genau. Komm, Lotte, hau rein. Was hat sie denn da für eine seltsame Frisur? Hihihi. Sehr lustig. Nackische Lotte, nackische Lotte. Nackische Lotte, nackische Lotte. Nacke, 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 nackt Hase. Hihihi. 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 Geh weg. Ein Pixel mehr steigt aus dem Pool. Oh, jetzt geht er aber weg. Das ist nicht so schön. Ich wollte wirklich noch so eine Quiz-Herausforderung mal machen. Weil ich mal wissen wollte, was das ist. So. Können wir noch schnell tun? Los, Lotte, lauf. Lauf, Mädchen. Oh, jetzt wird sie langsam ein bisschen stinkig hier. Alter, wieso sind die denn jetzt alle hier draußen? Jetzt hat sie 4 Stunden die aufgekratzte Stimmung, weil sie nackt gebadet hat. Da ist noch eine nackig. Da ist noch eine nackig. Er geht weg, das muss doch für ihn eigentlich... Was machen die denn da? Was ist denn eine Quiz-Herausforderung? Ach so. Sie macht ihm ein Quiz, jetzt geht es hier um irgendeinen komischen Planeten. Er muss antworten oder was? Richtige Antwort. Denkt nach, Ratschi. Ratschi Patschi. Schmetterlinge? Nein. Es war doch kein Geist, es war doch ein Planet. Was machst du denn da? Was erzählst du denn da? Alien? Ein Alien kommt auf die Erde und entführt eine Frau. Setzt ihm 5 Babys ein. 2 davon sterben. Wie viele Babys bleiben übrig? Ein Astronaut. Nein, kein Astronaut. Ein verheirateter Ehemann und eine ledige Witwe. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Eine ledige Witwe. Witwen, nein, müssen auch nicht immer ledig sein. Ne? Man kann ja auch als eine Witwe sein mit einem neuen Mann. Weißt du? Bad nehmen. Oh, Zauber wirken. Was kann sie denn da? Eisexplosion. Nein. Nifahua. Bitte hier dann auch schlafen. So, Lotte. Mein geliebtes Lottchen. Ich hab's so gerne, das Lotti. Es muss jetzt schlafen. Oh, guck mal hier. Was ist denn das da? Ich sehe, meine müden Augen sehen etwas funkeln. Ist das ein Scheinwerferpilz? Ja, Qualität wunderbar. Seltenheit ungewöhnlich. Aber gut, wir sind ja nicht so auf dem Gartentrip. Deshalb ist es auch... Wir könnten auch mal hier unseren Pilz freilassen. Hier unseren... Wie heißt er? Hier unseren komischen Fliegenpilz. Unsere Drogen hier, die Leuchtkugeln. Unseren Acid-Pilz da. Ach, guck mal. Das sieht aber doch auch ganz schön aus so, oder? Wollen wir nicht so auch mal... Oh, jetzt sind wir aber hier sehr nah dran. Aber jetzt sind wir auch sehr nah weg. Sehr nah weg. Also man merkt schon, dass ich heute ein bisschen... Schwink. Minimal neben der Mupfel bin. Neben der Cappy. Pink. Schön ist es hier. So schön. Ich bin nur minimal neben der Cappy, weil ich schon so viel aufgenommen habe und zu spät ist und ich so müde bin. Ein Treffer, ein Spürertreffer. Lotte Klamotte hat in einer Wissensschlacht einen anderen Sinn niedergestreckt. Diese Erinnerung möchte ich teilen. Jeder Schläger kann Arm drücken. Dieser Quizsieg steht für viele Jahre des Lernens. Geil. Möchtest du diese mit wirklich teilen? Ja, Mann. Lotte Klamotte hat die... Ja. Erfahrung gemacht.
nackt im Pool zu baden. Ja, schön. Hätte man auch teilen können. Aber da wir jetzt so Nerd und Studi sind, machen wir jetzt nur noch solche Nerd-Erfahrungen. Und teilen die. So Quiz-Dinger. Wann müssen wir denn morgen in die Uni? Ich bin so müde, ich hab schon wieder gegähnt, es tut mir leid. Aber ich hab so Bock auch eigentlich auf Sims. Das ist alles so ein bisschen verwirrend für mich heute. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wann müssen wir denn morgen in die Uni? Oh, morgen haben wir wieder zwei Vorlesungen. Morgen ist ja Mittwoch. Und unsere Dingsleiste da ist echt nicht so der Renner. Morgen muss gelernt werden. Wir waren noch nicht mal auf einer Party. Wir machen eigentlich gar nichts, ne? Also so die doppelte Punktzahl holen ist schon ein bisschen anstrengend, ne? Die Lotte macht das schon, glaube ich. Was geht ab? Jipsi, was geht denn hier ab? Wo seid denn ihr alle? Wo hängt denn ihr ab? Immer noch hier draußen. Guck mal hier, der alte Mann schläft auf dem Stuhl mal wieder. Und er ist immer noch da. Ratsch-Erkel. Ist auch schon so nerdischer Rebell. Ich muss gehen, Gott sei Dank. Oh, ich muss gähnen. Ich muss gähnen, ich muss gähnen. Schlimm. Wenn man das mal abstellen könnte. Ich hätte mir ja mal einen Kaffee machen können oder so. Ich würde ja auch mal noch hier. Oh. Geistergeschichte. Was war denn das? Macht denn ihr da? Wollte der nicht eben gehen? Und sie hält ihn auf. Flitzekack. Ich hab die Flitzekacke. Letzte Kacke. Oh Gott. Zum Essen rufen. Nee, bitte nicht alle. Nimm dir einfach einen Teller. Sei lieb. Ach, sie wollte schon wieder zum Ratsch. Ach, den mag sie schon irgendwie. Eben wollte sie schon wieder hin zu ihm und irgendwie irgendwas prahlen. Aber wie er aussieht. Oh Gott, ich muss jetzt all diese Männerentscheidungen alleine treffen und ich treffe doch da ganz gerne für meine Sims auch mal so ein bisschen freakige Entscheidungen. Also ich mag ja diese super hübschen Sims eigentlich nicht so. Ich stehe ja mehr so auf so Ratschs hier. Ich würde, glaube ich, den Ratsch heiraten als Lotte. Ja. Nom, 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 nom. Lecker, Schmecker, ich bin die Lotte. Ich habe braune Haare und blonde Augenbrauen. Das muss so sein. Nein, nein, braun ist natürlich meine natürliche Haarfarbe. Sicher, sicher, sicher. Müssen wir das eigentlich ändern in unserem Online-Dating-Profil? Ich krieg schreckliche Genanfälle gerade. Ich glaube, ich muss aufhören. Oh nein, aber ich muss auch so viel machen. Ich muss noch so viel vorbereiten. Ich will doch, dass ihr was gucken könnt, wenn ich nicht da bin. Ihr sollt doch auch Sims gucken können, wenn ich nicht da bin. Wenn ich nicht da bin, ich bin so aufgeregt. Ja, bin ich. Volle Granate. Aufgeregt. 7:20 Uhr. Nimm halt mal noch eine Mütze voll Schlaf. Wieso haben wir hier eigentlich keine. Guck, sie geht schon wieder zu ihm. Unwissenheit beklagen. Quackelfuff? Wer ist denn hier der Quackelfuff? Quackelfuff klingt aber nicht so nett. Wir sollten auch, glaube ich, direkt nochmal gucken, ob hier irgendjemand sich mal diesem Quackelfuff hier angenommen hat. Tatsächlich hat einer weggeräumt hier. Quackelfuff mit den Klamotten da. Mal, wie sie wieder zu ihm geht. Oh, aber jetzt guckt sie ihn an. Du bist doof, sagt sie zu ihm. Er ist krank, glaube ich, oder was hat er? Oder ihm ist heiß? Was war das denn für ein Zeichen? Ein Glückszauber auf Ratschörkel wirken. Ha ja, machen wir das doch mal. Du sollst hier. Es hat. Ach so, die wollte ihn überprüfen. Halt, bleib hier. Zauber wirken. Eisexplosion, Feuerexplosion, Verzauberung wirken. Glückszauber auf den Ratsch. Ratschörkel. Kannst du machen. Kannst du von hier aus auch machen. Von mir aus auch von hier aus. Und die hat schon wieder abgenommen. Seht ihr das? Dass die schon wieder dünner ist, die alte. Die alte Schrapnelle. Hui, man kann sich hier so toll. Kann die eigentlich auch so ein Auto hier fahren? Sansa Baska. Grundstück besuchen mit. Jetzt hat sie sich einen Wunsch erfüllt. Einem Freund erzählen, wie cool ich bin. Was hat er denn für Freunde? Denise Frink und Levi Williams. Nee, du, lass mal. Gemeinsam lernen. Quiz-Herausforderung. Kamin überprüfen. Eigentlich müsste sie einfach noch ein bisschen schlafen, genauso wie ich. So gerade im Original Penetica-Zustand. Was hätte ich Original Kröte gesagt? Aber die Original Kröte, die schläft schon.
Die Original Neve auch. Nur die Original Penetica. Übertreibt's mal wieder heute. Maßlose Übertreibigung. Komm, mach hier mal noch ein Nickerchen. Oh Gott, wenn die jetzt, glaube ich, ein Nickerchen macht, dann schlafe ich hier, glaube ich, jetzt auf meinem Sessel ein. Ach, Leute. Nur für euch.